So Leute, das hier soll nur ein kleines Infovideo werden, nämlich ich habe selber kurz eben mal nachgeguckt, wann ich eigentlich den nächsten Skin freischalten kann. Was ist das denn? Hier ist aber ein Flugzeug ein bisschen laut über mir und ich habe die Fenster zu. Also, worum soll es gehen? Richtig, Killer Küken Kükstrem. Wer auf Kükstrem kam, wird doch mal gern wissen. Aber genau der Skin ist quasi ab morgen, beziehungsweise dann Donnerstag, wenn die 9 Wochen Aufgaben rauskommen, freischaltbar. Wo könnt ihr das Ganze selbst nachgucken, wie weit ihr seid mit dem Fortschritt? Richtig, wie immer im Battle Pass. Hier geht es ja bis Stufe 100. Dann geht es hier hin. Da haben wir ja schon die Terraner freigeschaltet. Und ab morgen, wenn die Aufgaben rauskommen, 5 Stück erledigen. Dann haben wir insgesamt 65 erledigt und dann können wir auch schon den Skin wieder freischalten, beziehungsweise den Stil von dem Skin. Das wollte ich eigentlich nur so als kleine Info am Rande mal raushauen, denn einige werden sich bestimmt freuen, wenn sie den Skin haben, weil er sieht wirklich anders aus als die anderen Stile davon und der hier sieht wirklich am besten aus. Dann des Weiteren haben wir natürlich noch Rachel Road, aber das dauert noch ein bisschen, die werden wir morgen noch nicht freischalten können. Und der Rest ist, denke ich mal, bekannt. Die Neymar-Geschichte ist ja durch. Den brasilianischen Stil habt ihr ja bekommen, wenn ihr letzte Woche alles bis zu dem Tag alles gemacht habt. Und für mich hier heißt es eigentlich nur, das waren die 150er Level. Hier den kriege ich jetzt noch bei 200. Aber ganz ehrlich, ihr habt es ja mitbekommen, ich mache ja die Custom Games jetzt wieder. Also Leveln ist für mich eigentlich so weit durch bis zum Ende der Season. Wie lange geht es bis zum 8. Juni? Werde ich, denke ich mal, den 225er Skin easy hinbekommen. Wenn nicht, dann werde ich halt das letzte Wochenende ein bisschen Gas geben und dann sollte es eigentlich easy passen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hoffen weiter auf Travis Scott. Ich glaube trotzdem, er wird nicht kommen. Und in dem Sinne, euch viel Spaß beim Leveln, wenn ihr Bock habt. Dreamhack Online Open, ihr seht es, 1 Stunde, 2 Minuten. Ihr müsst das Ganze aber mit einem Duo-Partner machen. Warte mal, ich guck mal gerade. Ich habe es nämlich eben, glaube ich, geguckt. Warte mal nicht, du. Ja, ist ein Duo-Turnier. Also in dem Sinne, wer Bock drauf hat, sucht euch einen Duo-Partner rein da. Und in dem Sinne, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.